Der Siedler Karteneditor ermöglicht viele interessante Konstellationen, aber selbst mit dem Editor Plus, der Karten, die der Standard-Editor für uns spielbar halten würde, anstandslos exportiert, arbeiten Mapper im Prinzip mit einer Hand auf dem Rücken im Vergleich zu dem, was viele offizielle Blue-Byte-Karten machen. Der Grund? An keiner Stelle im Handbuch oder auf den einschlägigen Seiten wird über die Möglichkeiten von Map-Scripts gesprochen. Den allermeisten Mappern blieben damit wichtige Funktionen verschlossen. Effektkreise zur Markierung wichtiger Orte, komplexere Siegbedingungen, aber auch einfachere Dinge wie unsichtbare Spieler oder Verbündete, die nicht ihre Sicht mit euch teilen. Ich wurde schon öfter nach mehr Infos zu diesem Thema gefragt, war aber eigentlich der Meinung, dass andere das besser erklären können und es letztendlich ein Fass ohne Boden ist. Das sehe ich immer noch so, aber ich habe mir etwas überlegt, daher dieses Video zu den Grundlagen. Wie es danach weitergeht, erfahrt ihr am Ende. Beachtet aber, dass das hier kein Thema für völlige Laien ist. Ich konnte Lua für die Zwecke von Dark Mirror in wenigen Wochen lernen, aber ich kannte zumindest die grundlegenden Konzepte, die in den meisten Programmiersprachen gleich sind, schon aus dem Informatikunterricht. Danach waren die Eigenheiten des Spiels selbst die größere Schwierigkeit. Ein guter Anfang ist es, sich die offiziellen Skripte durchzulesen und zu versuchen, diese zu verstehen. Auf Muffin Marios Seite findet ihr auch Erklärungen zu den Befehlen, die am meisten verwendet werden. Es gibt zwei Möglichkeiten, um einer Karte ein Skript hinzuzufügen. Zum einen könnt ihr im Ordner Skript eine Textdatei mit dem gleichen Namen wie die Karte hinterlegen. In der History Edition existiert dieser Ordner bereits, einschließlich fast aller offiziellen Map-Skripts. In der Gold Edition müsst ihr den Ordner selbst erstellen. Diese Methode funktioniert aber nicht bei Einzelspielerkarten, die bereits ein integriertes Skript besitzen, womit wir zur zweiten Möglichkeit kommen. Ihr könnt auch ein Skript in die Kartendatei integrieren, was definitiv die bessere Alternative ist. Zum einen erlauben manche Hoster wie die Siedler Mapsource nur den Upload der Map-Datei selbst ohne Beiwerk, zum anderen reduziert das auch das Risiko, dass die Spieler eure Karte nicht korrekt installieren. Der Editor Plus ist die einfachste Möglichkeit, euer Skript direkt in die Karte zu integrieren. Allerdings empfehle ich euch, euer Skript, wenn es komplexer ist, in einem externen Programm wie LuaEdit zu schreiben. Auf diese Weise könnt ihr zumindest die grundlegende Syntax auf Fehler überprüfen lassen und leichter Codezeilen auskommentieren, wenn ihr sie zu Testzwecken deaktivieren wollt. Wenn euer Skript solche Fehler enthält, wird Siedler es schlicht und ergreifend nicht laden, ohne eine Fehlermeldung auszugeben. Es gibt zwei Funktionen, die immer direkt zu Spielbeginn aufgerufen werden: New Game und Register Functions. New Game ist für alles gut, was ihr direkt zu Anfang erledigen wollt, zum Beispiel die Kampfkraft einer Partei festlegen oder Player-Vars wie Angriffsmodus und Angriffsverzögerung. Hier im Bild sehen wir die New Game-Funktion für Dark 2, die erste Mission, in der das dunkle Volk auftritt. Hier werden zum Beispiel dunkle Gärtner und Schamanen deaktiviert, da diese jeweils erst in Mission 3 und Mission 5 eingeführt werden. New Game ist auch ein guter Zeitpunkt, um Events anzufordern, die von Anfang an laufen sollen. Wo wir schon von Events sprechen, alle Events müssen der Funktion Register Functions über den Befehl RegFunc registriert werden. Aber eine Funktion ist nicht immer auch ein Event. Wichtig ist in erster Linie folgende Frage: Wird eure Funktion ausschließlich über eine andere Funktion aufgerufen? Wenn ja, müsst ihr sie nicht registrieren oder requesten. Wenn ihr zum Beispiel einige Dinge habt, die ihr direkt am Anfang einmalig erledigt haben wollt, könnt ihr die auch zur besseren Übersicht in eine weitere Funktion auslagern und die Funktion dann in New Game aufrufen. Ein Beispiel dafür ist die Funktion Create More Start Resources Easy, welche ihr in vielen Karten des Trojaner Add-ons findet. Diese Funktion wird über eine Bedingung nur dann aufgerufen, wenn die Schwierigkeit auf leicht eingestellt ist und muss dann nur mit den Koordinaten der Startposition gefüttert werden. Wenn das Spiel aber die Funktion von sich aus aufrufen soll, muss sie immer registriert und requestet werden. Beim Requesten habt ihr außerdem noch die Wahl, wann die Funktion aufgerufen werden soll. First Tick of New Game führt die Funktion ähnlich wie New Game, nur beim Spielstart aus. First Tick of New or Loaded Game tut das gleiche zusätzlich auch dann, wenn ihr einen Spielstand ladet. Das ist gerade für Funktionen wichtig, die Variablen deklarieren. Es gibt über ein Dutzend möglicher Event-Typen, aber die meisten werden nie verwendet. Wichtig sind vor allem die nächsten drei. Tick führt die Funktion in jedem Spieltick aus, das wäre 14 Mal pro Sekunde. Das ist eigentlich immer mehr als nötig und kann bei mehreren anspruchsvollen Funktionen schnell die Performance des Spiels unterziehen. 5 Ticks ist schon deutlich weniger anspruchsvoll und eigentlich für jede Funktion, die während des ganzen Spiels laufen soll, ausreichend. Außerdem gibt es noch die Variante Victory Condition Check, die ähnlich wie 5 Ticks funktioniert, aber nach unserem aktuellen Verständnis nur läuft, solange das Spiel noch nicht entschieden ist. Die Siegbedingung wird normalerweise immer über ein solches Event abgewickelt. Worüber wir auch noch kurz sprechen sollten, sind Variablen. Viele Missionsskripte enthalten die Funktion initVar, aber grundsätzlich können wir überall Variablen definieren. Allerdings gibt es hier einige Dinge zu beachten. Normale Variablen werden nicht vom Spiel gespeichert. Wenn ihr das Spiel speichert und neu ladet, sind sie weg. Sie müssen also jedes Mal neu definiert werden, also in einer Funktion, die sowohl beim Spielstart als auch beim Laden eines Spielstands aufgerufen wird. Wenn ihr aufgepasst habt, wisst ihr, welche Art von Event ihr dafür braucht. Aber wenn ihr es auf diese Weise handhabt, wird die Variable auch auf ihren Anfangswert zurückgesetzt. Die einfachste Alternative sind VarSaves. Die Variablen VarSave 1 bis VarSave 9 werden im Spielstand mitgespeichert.
Das heißt auch, dass ihr sie nicht in einer Funktion definieren oder ändern solltet, die bei jedem Laden des Spielstands aufgerufen wird. Zum Definieren eignet sich New Game, ändern könnt ihr sie dann überall da, wo ihr die Variable verwendet. Allerdings sind nur 9 solcher Variablen möglich und ihr könnt nicht von den Namen abweichen. Ihr müsst euch also merken bzw. mit Kommentaren nachhelfen, um den Überblick über den Zweck der Variablen zu behalten. Muffin Mario hat eine Möglichkeit geschaffen, mehr VAR-Saves zu nutzen, aber das sprengt hier den Rahmen. Grundsätzlich solltet ihr VAR-Saves nur für Werte nutzen, die sich im Laufe des Spiels verändern und deren Funktion ihr nicht so schreiben könnt, dass sich die Werte nach dem Laden eines Spielstands selbst korrigieren würden. Konstante Werte gehören hier aber auf keinen Fall rein. Dark Mirror hinterlegt solche Werte, zum Beispiel die Koordinaten des dunklen Tempels, auf die alle Rekrutierungsfunktionen zurückgreifen, in der Funktion initVAR, die dann über First Tick of New or Loaded Game aufgerufen wird. Wie gesagt, dieses Thema ist ein Fass ohne Boden, was mich wieder zur vorhin angesprochenen Idee führt. Damit diejenigen von euch, die am Thema interessiert sind, auch bedient werden können, ohne dass ich zu weit ausholen muss, muss ich das konkrete Thema hier des Videos gut begrenzen können. Das heißt für euch folgendes: Wenn es in einer Karte eine Mechanik oder ein Gimmick gibt, von dem euch interessiert, wie es umgesetzt wird, könnt ihr gezielt danach fragen. Ich würde euch aber bitten, euch auf Karten zu konzentrieren, zu denen es bereits einen Missionsguide gibt. Da die Liste dieser Karten ständig anwächst, sollte das langfristig kein Hindernis darstellen, aber vorläufig verhindern, dass ich mich zu sehr mit Karten beschäftigen muss, die ich noch nicht regulär gespielt habe. Weitere Hilfe bei Skriptproblemen findet ihr außerdem auf Muffin Marios Discord.